Meteorite werden hauptsächlich in heißen und kalten Wüsten gefunden, beziehungsweise fährt man dort extra hin, um sie dort zu suchen. Der Grund ist, dass die Meteorite dort langsam verwittern und tausende von Jahren liegen bleiben können. Außerdem kann man die dunklen Meteorite oft recht gut auf den meist helleren Flächen der Wüsten erkennen. Und es gibt in Wüsten oftmals sehr große Flächen, die leicht zu Fuß, per Auto, per Skidoo absuchbar sind. Kalte Wüste heißt natürlich Antarktis. In der Antarktis fallen genauso viele Meteorite wie sonst überall und fallen dort dann meistens auf eine Schneeschicht oder auch direkt aufs Eis. Wenn sie dort auftreffen, bleiben sie dort liegen und schmelzen sich langsam durch den Schnee durch, beziehungsweise aufgrund ihrer höheren Dichte bewegen sie sich durch den Schnee durch und treffen dann irgendwann hier aufs Eis und werden hier, bewegen sich noch zum Eis rein, werden von diesem dann praktisch gefangen genommen. So, Eis in der Antarktis ist permanent in Bewegung. Das ist nicht ortsfest, sondern bewegt sich die ganze Zeit. Es gibt so eine Eisbewegung, die ist dann irgendwie in der Richtung. Und wenn dann hier eine Gebirgsbarriere oder sowas auftaucht, dann wird das Eis an diese hochgedrückt. Und natürlich auch alles Material, das im Eis ist, wird mit hochgedrückt. An der Oberfläche, dort wo es hochgedrückt wird, ablattiert das Eis langsam. Und alles Material, das dann im Eis drin war, kommt zum Vorschein. Eben auch die ganzen Meteorite. Also dieser Meteorit, der wird hier transportiert von der Eisbewegung. Hier kommt es zur Ablation und er kommt hier zum Vorschein. Da kommen natürlich immer wieder neue Meteorite an von unten. Das heißt, dort werden die Meteorite aufkonzentriert aus einer sehr großen Fläche und eben über die Zeit. Und das ist natürlich ein sehr netter Effekt der Meteoritenkonzentration, den man ausnutzen kann, um dann gezielt in solche Bereiche zu fahren, um dort dann sehr viele Meteorite zu finden. Also Expeditionen von der NASA in die Arktis bringen in mehreren Wochen vielleicht so ein paar hundert Meteorite als Beispiel mit. Und das ist eben ein Effekt der Eisbewegung in der Antarktis.